Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zock des Sims 4. Und ich hoffe auf der einen oder anderen Art und Weise, ja, ihr wisst es schon, familienadäquat. Ja, wir sind wieder in eine etwas jüngeren Generationshaus reingegangen. Ja, das jüngere Generationshaus. Und wen haben wir denn hier? Ja, die Kenner wissen es, es sind zwei Personen, das ist einmal Herr Dr. Dominik Jansen und einmal Kima Quantum. Ich wollte das eigentlich anders haben, ich wollte das so anders mal einmal ranzoomen. Ja, Witcher Outfit, Outfit für Schlafen gehen. Der ist ja auch langsam müde, er muss auch, glaube ich, bald pennen gehen. Hat der denn morgen Dienst? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, er hat morgen Dienst. Er hat morgen Dienst ab 8 Uhr. Er muss in 10 Stunden auf der Arbeit sein. Wie sieht's denn mit den Wachheitszyklus aus? Oh ja, es sieht so aus. Wie sieht's denn hier mit Gruppenversammlung starten? Wir haben eine Idee. Und gucken wir mal hier rein. Wie sieht's denn da aus? Gruppenvorteile. Oh yeah. Wir können gleich zwei Dinger holen. Wie gesagt, wir holen sowieso alle. Das heißt, wir gehen mal hier komplett mal durch. Gibt's jede Menge Boosterei? Was ist denn das hier zum Beispiel? Charisma Boost ist schon geil, wenn man das mal hat. Ja, und dann haben wir natürlich unsere nette junge Dame hier, die ist dort. Hat sich auch schon mehr oder weniger fürs Schlafengehen bereit gemacht. Ist schon erstaunlich, wa? Ja, das ist schon Hammer. Und ich würde mal sagen. Oh Gott, irgendwie habe ich hier gerade Probleme mit der Steuerung. Was ist das? Warum? Ich weiß es nicht. Bevor die beiden schlafen gehen. Würde ich mal sagen, Romantik? Mehr Auswahl? Techtelmechtel. Ja, genau, ein Techtelmechtel. Machen die beiden mal. So, Sims Forever spielen Ende. Ende wirst du vor Sims Forever. Yo, jetzt kommt die junge Dame ran. Oh ja, in die kleinen Negligé in grün. Ja. Was, komm. Ja, ist alles in Ordnung? Passt schon. Ja? Ja, sie freut sich. Sehr schön. Gehen wir mal hinterher, wa? Wir sind mal so leicht indiskret. So leicht indiskret. Ab und zu darf man ein bisschen so leicht indiskret sein. Besonders hier in diesem Spiel hier. Oh, yeah. Und da steigen die Herzchen nach oben. In die Luft, hinauf, ja. Wow, und bald wird das eine ernste Nummer werden hier. Oh Gott. Ja, wenn ich dann sozusagen das Verhütungsprogramm ausschalte. Ja, ja, da haben wir ein bisschen Verhütung. Ja, liebe Leute, Verhütung ist durchaus wichtig und sollte konsequent durchgeführt werden. Ja, da geht's immer weiter. Oh, hä? Ja, ja, ich hab's verstanden. Ja, okay. Ja, sie schlafen. Uha, ja. Die schlafen ein. Die Punkte gehen wieder durch. Oh ja, wie die Punkte da laufen. Das könnte die ganze Zeit so weitergehen. Dann habe ich dann auch irgendwann mal hier sowieso meine... Ihr wisst schon. Was ist denn da in Rosa? Romantisches Dekor und der Zusammenhalt. Sehr schön. So, dann halten Sie mal kurz mal... Dann halten Sie bitte mal kurz mal an... So kann er natürlich nicht zur Arbeit gehen. Das heißt, wir machen hier mal, hoppala, falsch rum. Erstmal Outfit ändern. Outfit. So, Outfit ändern. Was nehmen wir heute? Wir nehmen ein leichtes Sommeroutfit. Das heißt mit kurzer Hose. Das Ganze sieht dann so aus. So ungefähr. So, er fühlt sich unwohl, weil er Hunger hat. Und er hat richtig Hunger. Guckt euch das mal an. 8 Uhr muss er zur Arbeit. Das schaffen wir definitiv. Ja, das kriegen wir hin. Das heißt, wir werden mal das hier öffnen. Warte mal. Nö, ich dachte, ich hätte gelesen, verdorbene Mahlzeit aussortieren. So. Persona einstellen. Öffnen. Was haben wir denn hier Schönes? Irgendwas richtig... Oh ja, Pfannkuchen zum Frühstück. Einmal ein Gericht nehmen. Danke sehr. Ja, er schleppt auch seine Arbeit hier noch mit. Was ist denn das? Schwarze Ohrhörer, die hat er auch noch. Kann ich die irgendwo so hinpacken? Ja, die gehen nicht rauszuziehen. Die auch nicht. Okay, sind einfach so Standard-Inventarteile. Okay, da liegt noch ein bisschen Müll. Das heißt, den kann er danach auch aufräumen. Das ist sehr schön.
Genau, jetzt müssen wir mal die Bedürfnisse kurz im Auge halten. Ja, das sieht schon geil aus. Hat so ein bisschen Look, was ich früher auch hatte. Diesen Hut und diese schöne helle Farben und so weiter. Ja, ganz wie der Opa. So, was ist mit ihr? Sie holt sich auch etwas raus, genießt das dann aber doch eher gerne im Stehen. Ich finde das ganz toll, dass sie im Stehen... Ach, da liegt der Teller davor, darum. Und das scheint ihr auch irgendwie egal zu sein. Okay. Es ist so, wie es ist. Ja, da muss man dann halt durch. So, gut, dann mal bitte zusammenräumen. Danke sehr. Dann geht's mal auf die Toilette. Das wäre hier. Einmal die Toilette bitte mal verwenden. Und in der Toilette bitte dann mal die Hände waschen. Und vor allen Dingen die Zähne putzen. Nicht vergessen. Sehr schön. Und dann können wir nochmal kurzes Nickerchen machen. Acht Uhr muss er zur Arbeit. Dann kann er sich nochmal ein bisschen ausruhen. Ist nicht ganz verkehrt. So, wie sieht's da aus? Sie ist sehr inspiriert. Sehr schön, das nutzen wir dann auch gleich mal aus. Vorausgesetzt, ist mit dem Essen gleich fertig. Sie ist mit dem Essen fertig. Das heißt, wir können das hier mal beenden. Dann kann sie den Rest nämlich gleich erstmal wegräumen. So, das hier mal bitte wegräumen, aufräumen, danke sehr. Dann kann sie definitiv auch mal auf Toilette. So, er ist fertig, das ist sehr schön so. Das heißt, sie verwendet das mal und wird natürlich auch Hände waschen und vor allen Dingen die Zähne putzen. Und dann sollten wir zugucken, dass der jungen Dame mal das Outfit gewechselt wird. Wir gehen... auf das schöne Weiß-Grüne. Das sieht schon nice aus. Ja, er muss in circa einer Stunde auf der Arbeit sein. Ah, behalten wir so ein bisschen im Auge. Er ist jetzt am Tanzen. Es ist ja schön, dass du am Tanzen bist. Du darfst dir hier mal ein Nickerchen machen. Ja, hier, hör auf zu tanzen. Ja, nicht so einfach mit dir hier. Ja? So, hatten wir hier ein Bild, das schon angefangen war, oder das ist jetzt schon weg? Ah, ist sogar schon fertig. Das heißt, wir können das verkaufen. Machen wir dann mal. Ah, es passt. So. Nickerchen machen. Was los? Ein bisschen Energy könntest du hier zaubern. Aha. Okay, jetzt funktioniert's. Es ist ja schon wieder wach. Es haut nicht wirklich hin, das Nickerchen. So, sie darf wieder malen. Das heißt, wir fangen hier an mit ihr ein selbstsicheres Gemälde für 100 Simoleon. Ist nicht verkehrt. Jo, hier ruhig rein. Und er ist in 13 Minuten dran. Und wir machen natürlich wieder bei ihm... Ach, er macht sportliche Aktivitäten. Jo. Why not? Also mit den Grünen im Hintergrund sieht schon genial aus, wa? So, wir machen mit, habe ich gesagt. Wir müssen ja irgendwie OPs machen. So rein theoretisch. Müssen mal gucken, ob wir die OPs hinbekommen. Jetzt los, Ladescreen. Wird zwei. Ah, er will weiter. Mensch, OPs. Yeah, am offenen Herzen. Ziemlich komplizierte OPs heute. Mal sehen, welche wir uns ja hier ergattern können heute. Oha. Vielleicht kriegen wir auch wieder so eine Not-OP oder sowas rein, ey. Versteht schon, was ich meine. Das wäre ja ganz nice, wenn da so ein paar Not-OPs reinkommen würden. Ne? Dann hätten wir einfach schnell durch und fertig ist die Chose. Ne? So, da sind wir. So, wollen wir mal kicken. Soeben sind Rechnungen in deinem Briefkasten geflattert. Du hast Schulden in Höhe von 4.233 Simoleon. Und hier bleiben 48 Stunden, diese zu begleichen, bevor wir deine Anlagen nach und nach abschalten. Du kannst bezahlen, indem du dein Telefon, den Computer oder den Briefkasten verwendest. Jo, machen wir das mal. Das heißt, wir gehen mir auf häusliches Rechnung bezahlen.
Und dann als nächstes müssen wir erstmal wieder die Wände hier rausziehen. Das heißt, wir gehen erstmal hier hingehen. Wir gehen erstmal hier hingehen. Warum? Zu Ohren eines Patienten. Dann machen wir gleich erstmal die Dame hier vorne. Das ist Hanna Schmitz. Das heißt, wir werden hier mal Patienten untersuchen. Machen, wie steht da, eine Ohrenuntersuchung und danach machen wir einen Abstrich direkterweise. Einen Abstrich, wo ist er denn? Da oben ist der Abstrich. So, sind die Simoleons jetzt bezahlt oder habe ich jetzt nicht drauf geachtet? Rechnung bezahlen, nee, ist irgendwie nicht geklappt. So, dann machen wir Rechnung bezahlen. Weitere Untersuchung, Test nötig. Yo, habe ich mir fast gedacht, das wird nicht so schnell gehen. So, dann können wir die Augen untersuchen. Patient untersuchen. Augen. So, die Kohle ist jetzt rausgegangen, das habe ich jetzt gesehen. Ich gucke das nochmal nach. Ja, ist fertig. Ist in Ordnung. Gut, die Augen. So, auch die haben wir. Was haben wir als nächstes? Die Temperatur messen. Natürlich. Patient untersuchen. The temperature. Danach werden wir die von, wie heißt die? Hanna Schmitz. Machen wir mal eine Analyse. Abstrich analysieren. Hanna Schmitz, danke sehr. Und danach soll ich einen Laufband anscheinend machen. Machen wir dann auch. Wird bestimmt wieder ein ganz komplizierter Fall werden oder sowas. Aber lassen wir uns überraschen. Ja? Ja, wie ist der Plan der Dinge? Also, ihr könnt gerne noch Namen zuschicken, wie der Junge oder das Mädchen heißen soll, falls was kommt. Also, wenn was kommt. Also, geplant ist auf jeden Fall. Und das Ganze wird dann passieren, sobald der hier so seinen Beruf so ein bisschen durch hat. So ein bisschen, ja? Wenn er der Oberarzt ist, ne? Ja, dann kann er sich mal darauf konzentrieren, ne? So, da läuft zumindest schon mal die Analyse. So, dann machen wir einen Laufbandtest bei ihr. Das brauchen wir auf jeden Fall. Schwache Diagnose, nee, das ist nicht gut. Das heißt, wir werden mal hier rangehen, machen mal einen Laufbandtest. Und dann soll ich die Ergebnisse der Analyse protokollieren, das können wir dann auch gleich machen. Lockere Unterhaltung. Sie fühlt sich halt unwohl. War erfolgreich. Das ist eine Infektionskrankheit. Ah, ja. Eine Infektionskrankheit. Aber sie hat ein gutes Tempo drauf, muss ich mal sagen. Es geht jetzt sowieso zum Laufbandtest, dann ist das schon in Ordnung. Gut, dann werden wir mal die Proben danach analysieren. Hausbesuch. Jemand hat im Krankenhaus angerufen und um einen Hausbesuch gebeten. Klicke auf den Empfang, um den Haushalt zu besuchen. Da müssen wir mal gucken, was wir wirklich machen. Hausbesuch. Der stört natürlich jetzt ein bisschen. Gut, das heißt, Ergebnisse der Probenanalyse protokollieren. So, das machen wir mal. Festival, danke. Also eine OP wäre mir jetzt insgesamt lieber gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kommt ein Alien. Mareike Tyson. Ein tolles Ding. Dass die alles Aliens sind, finde ich schon ein bisschen heftig. Ja, und vor allen Dingen so viele Aliens. Körper eines Patienten untersuchen. Ja, Gesundheit. Ey, geh mal ruhig auf deinen Platz wieder hin, danke. Ich muss nämlich gleich noch deinen Körper untersuchen. Muss erstmal protokollieren, das muss alles auch eingegeben werden. Das ist durchaus realistisch. Okay, Körper eines Patienten untersuchen. Sobald sie da sitzt, da kann ich das machen. Ich kann erst mal gucken, was die klare Diagnose. Gut, also Körperuntersuchung, Patient untersuchen, Allgemeinzustand, Körper untersuchen. So, das haben wir auch. Abstrich bei einem Patienten nehmen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Akzeptable Diagnosechance. Sollen wir mal gucken, ob sich jetzt was tut. So, was haben wir denn jetzt? Schauen wir mal nach. Klare Diagnose. Ja, da fehlt immer noch wieder was. Ja. Mit aufgenommenen Patienten über allgemeinen Zustand. Allgemeiner Zustand. So, das haben wir. Temperatur bei einem Patienten messen. Klare Diagnose. Ja, keine Ahnung, was das ist. Lama-Grippe, sternklare Augen, Dreifachdrohung. Es ist wieder mal super geil. Essen bringen, mehr Auswahl. Was haben wir denn sonst noch hier? Bitten zu gehen, Romantik-Patienten behandeln. Ja, mit Spritze. Wie sieht denn die aus? Hat keine Kringel, hat kein gar nichts. Ich weiß es nicht. Nehmen wir erstmal den nächsten Patienten. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo schon was habe. Patient untersuchen wäre da. Dann hätten wir noch das Kind. Abenteurergilde, klare Diagnose. Blähende Hitze. Das Kind hat blähende Hitze. Dann gehen wir mal hin und sagen wir mal, hallo Kindchen, du hast blähende Hitze. So, was haben wir da? Da ist noch gar nichts. Gut, dann hast du hier blähende Hitze. Oho, ja, super. Dann möchte ich ärztliche Anordnung. Nee. Aktionen. Warte, irgendwas stimmt jetzt nicht. Diagnose erstellt. Ne? Behandlung, Spritzen und also Untersuchungsliga erforderlich. Maschinen, mehr Auswahl. Patient behandeln. Blähende Hitze mit Spritze behandeln. Danke sehr, go dafür. So, und das wird natürlich jetzt nicht klappen, weil ich brauche eigentlich OPs. Ja, sehr schön. Das ist ja toll. So, zu Diagnosentestzwecken durchführen. So, Temperatur. So, dann machen wir weiter Kinderarzt. Das heißt, wir werden hier mal die Patienten untersuchen. Machen erstmal eine Temperaturmessung. Und nach der Temperaturmessung nehmen wir mal einen Abstrich. Na? Und da ist der Abstrich. Wie heißt denn die Kleine überhaupt? Alina Hilgers. Eieiei. Alina Hilgers, armes junges Ding. So, und ihr seht gerade, dass ich überzogen habe. Es passiert mir immer, wenn ich als Arzt hier rumtrenne. Das überziehe ich immer, generell. Keine Ahnung, warum das ist. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen dürft, gerne morgen wieder. Bleibt soweit artig, bleibt soweit gesund, lasst euch nicht ärgern und ciao, ciao.